zusammen und willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Franka und ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt. In dem heutigen Video zeige ich euch schon das Unboxing von der Lookfantastic Beauty Box Mai 2020. Super genial, dass die schon so früh angekommen ist. Habe ich mich richtig gefreut, habe ich gar nicht mit gerechnet. Und wenn ihr jetzt auch interessiert seid und wissen wollt, was da drin ist, wünsche ich euch viel Spaß mit dem Video und los geht's. Also ihr Lieben, bevor wir mit dem Unboxing starten, sage ich euch kurz nochmal ein paar kleine Fakten zu der Beauty Box. Das ist eine Box, die kommt aus England. Da sind ganz viele hochwertige Pflegeprodukte drin, manchmal auch dekorative Kosmetik. Aber ich würde sagen, bei Lookfantastic ist schon der Schwerpunkt eher auf der Pflege. Und man kann dadurch auch mal ein paar neue Marken kennenlernen. Das ist so generell das Prinzip von den Beauty Boxen. Und ihr bekommt ein Vielfaches des Wertes, was ihr einsetzt. Diese Box kostet zum Beispiel 20 Euro im flexiblen Abo. Und das heißt, ihr könnt dann jeden Monat kündigen und könnt euch einfach mal eine Box bestellen. Der Wert der Box ist im Durchschnitt in den letzten Malen, würde ich jetzt mal sagen, um die 75 Euro gewesen. Ich glaube, es ist aber mindestens immer 60 Euro. Manchmal haben wir auch 100 Euro. Und es ist halt eine Überraschung. Man weiß nicht, was drin ist. Das Schöne ist jetzt aber, durch das Unboxing werdet ihr es erfahren. Und wenn ihr sie dann bestellen wollt, geht das meistens auch noch. Das ist dann also nicht das Problem. Bei einem Jahresabo geht der Preis runter auf 15,50 Euro. Ihr könnt das Ganze auch monatlich bezahlen. Es gibt natürlich auch noch die Option Halbjahres-, Quartalsabo und so weiter. Schaut einfach gerne mal in der Infobox, da verlinke ich euch das alles und da steht das auch nochmal ganz genau. Ja, und ich würde sagen, jetzt haben wir genug gequatscht, jetzt schauen wir rein. Die Box fühlt sich diesmal ziemlich leicht an, muss ich sagen. Es ist auch keine Zeitung mehr dabei. Früher war die englische Ausgabe der Elle dabei. Ich glaube, das haben sie aus Umweltgründen jetzt einfach sein lassen. Natürlich ist dann auch das Gewicht etwas geringer. Hier fühlt es sich an, als ob da gar nichts drin wäre. Deswegen bin ich jetzt umso gespannter, was uns da erwartet. Also, ich öffne die gute Box und ich blende euch wie immer die Preise ein, damit ihr es nachvollziehen könnt. Die Preise sind meistens in britischen Pfund angegeben. Das heißt, ich schreibe euch die Pfundpreise hin und am Ende des Videos zeige ich euch den Gesamtwert in Euro. Dann rechne ich das einfach einmal um. Ne? Okay, wenn wir es aufmachen, oh, das ist so eine schöne Farbe, passt ganz gut zu meinem Oberteil. Ich habe versucht, was Ähnliches zu finden. Das schreit auf jeden Fall schon mal Frühling, würde ich sagen. Gefällt mir richtig gut. Ich liebe alle Variationen von Grün, Mint, Türkis, Blau, so in diese Richtung. Finde ich total genial. Das ist jetzt schon ein bisschen mehr grünlich, trotzdem auch sehr, sehr schön. Und ich sehe schon eine Sneak Peek für Juni. Es war von Molton Brown ein Coastal Cypress Sea Fennel Bath and Shower Gel im Wert von 10 Pfund. Richtig geil. Also diese Duschgels, die sind so krass parfümiert. Das ist ein richtig cooles Duscherlebnis, wenn man auf sowas steht. Also ich mag das ab und zu. Nicht jeden Tag, aber ab und zu finde ich das richtig geil. Und das sieht so richtig nach Sommer aus. Insofern freue ich mich schon auf die Juni-Box. Und jetzt fällt mir ein, im letzten Monat habe ich auch hinten drauf geschaut. Und ich meine, es ist ein Produkt von Avant da drin. Dann haben wir wahrscheinlich wieder einen richtig hohen Wert. Bin jetzt super gespannt und mache das einfach mal auf. Und wir gucken einfach mal rein. So, ich zeige euch erstmal direkt einen Einblick, damit ihr seht, was ich sehe. Wenn man es öffnet, sieht es so aus. Sieht in der Tat ein bisschen wenig aus von den Produkten. Aber ich will mich mal nicht täuschen lassen. Ich sehe hier an der Seite, ist das Produkt von Avant. Ach, wie cool ist das denn? Und zwar ein Hyaluronsäure Resurfacing Duo Moisturizer. Wenn da steht Duo, muss es ja anscheinend für zwei unterschiedliche Sachen gut sein. Aber hier steht Jour et Nuit, also Tag- und Nacht-Hyaluronsäure. Vielleicht ist es einfach nur eine Tages- und Nachtpflege. Das werde ich jetzt mal rausfinden. Ich schaue direkt ins Heft rein, was das Produkt kann. Hier ist wohl noch, also Shea-Butter ist hier noch drin, wahrscheinlich Süßmandel und Seawater. Okay, also wir gucken mal, dann kann ich euch auch direkt den Preis nennen. Ich nehme mal an, dass das ultra teuer ist. Ja, das ist krass. Also dieses Produkt hat einen Wert von 100 Euro bzw. 100 Pfund, dann sind es ungefähr 110 Euro. Der Pfundpreis ist ja immer so 1,14 oder so gerade aktuell. Ist natürlich variiert immer, aber das ist ja krass. Hier steht drauf, get a bright and smooth complexion with the help of this rich anti-aging Avant Moisturizer. Formulated with hyaluronic acid, shea butter and sweet almond oils to tighten and firm for a more youthful complexion. Also, dass wir jünger ausschauen. Das ist eine Anti-Aging-Creme mit Hyaluronsäure, Süßmandelöl und Shea-Butter. Hyaluronsäure ist generell immer eine gute Geschichte und vor allen Dingen verträgt das eigentlich auch jeder. Hyaluronsäure ist auch auf natürliche Art und Weise in eurem Körper vorhanden.
Und das hat halt den Vorteil, dass es einfach Feuchtigkeit bindet. Und das finde ich ziemlich cool. Das werde ich auf jeden Fall ausprobieren. Sehr gut. Hier steht zwar, man soll einen Patch-Test machen. Also erstmal es an einer Stelle probieren, ob man es verträgt. Vielleicht ist hier irgendein Duftstoff drin, der eventuell Allergien auslösen kann. Keine Ahnung. Ich werde es auf jeden Fall ausprobieren. Meistens mache ich solche Patch-Tests nicht, aber vielleicht werde ich das hier tatsächlich mal machen. Und dann werde ich euch updaten. Aber 110 € ist natürlich echt eine krasse Nummer. Freue ich mich total. Ich habe schon ganz viele Produkte von Avant ausprobiert und fand die bislang immer ziemlich gut. Auch den Primer fand ich ziemlich gut. Den fand ich jetzt zwar nicht außergewöhnlich, aber ich habe ihn sehr gut vertragen und der hat die Haut super gut mit Feuchtigkeit versorgt. Also ich hatte da schon diverse Produkte davon in unterschiedlichen Boxen. Aber das ist natürlich ein Highlight, ne? Also so eine Creme für über 100 € würde ich mir persönlich jetzt wahrscheinlich nicht kaufen. Es geht auch nicht unbedingt immer darum, dass man sich diese Sachen dann nachkauft, sondern man kann einfach mal was Neues kennenlernen. Und wenn man häufiger Beautyboxen, sage ich mal, im Abo hat, braucht man sowas auch theoretisch gar nicht nachkaufen, weil immer wieder mal irgendwie sowas da drin ist. Insofern umso besser für uns und unseren Geldbeutel. Also, das finde ich schon mal sehr gut. Und dann mache ich direkt mal weiter, was ich hier noch sehe. Einmal von Chorus. Oh, die Marke mag ich total gerne. Die ist natürlich, aber mit Geruch. Meistens aber ein richtig guter Geruch. Und ich glaube, das ist irgendwas Griechisches. Ja, genau. Made in Greece. Hydrabiome. Eine Probiotic Superdose Face Mask. Cool. Microbiome Friendly Technology. Anti-Pollution Tested with Real Greek Yogurt. Das ist sehr toll, weil in diesem griechischen Joghurt steckt ja noch viel mehr als in natürlichem Joghurt so gesunde Bakterien drin. Ich glaube, irgendwie beim griechischen Joghurt, der ist ja fetter, der hat 10% Fett auch, glaube ich, und der ist so richtig voll mit guten Bakterien, die natürlich auch super für die Haut sind. Und ich habe schon mal so eine probiotische Haarpflege mal benutzt, die ich richtig geil fand. Und da freue ich mich jetzt total drauf, eine Gesichtsmaske. Ich glaube, dass ich das auch richtig gut vertragen werde. Und hier ist es halt schön, das kann man ausprobieren und sich dann gegebenenfalls auch nachkaufen. Es hat nämlich alleine die 20 Milliliter, die da drin sind, haben schon einen Wert von knapp 10 €. Und das ist wirklich für alle Hauttypen geeignet, auch für sensible Haut. Es ist wirklich zum Glätten und Hydratisieren und es kühlt wohl auch die Haut. Man soll eine richtig dicke Schicht schön auftragen, 10, 15 Minuten und dann mit Wasser abwaschen. Finde ich toll. Also, das werde ich, glaube ich, direkt mal morgen früh benutzen, bevor ich in die Dusche gehe. Dann ist die Haut nämlich so richtig schön versorgt, bevor man sich schminkt. Das finde ich toll. Okay, dann haben wir ein weiteres Hyaluronsäure-Spray allerdings. Das finde ich gut, dass es jetzt kein weiteres Serum ist oder so, sondern ein Hyaluronic Plumping Mist. Was 99% natürlich ist, created to effectively quench, plump, brighten and rejuvenate skin throughout the day. Okay, das soll man sich einfach so aufs Gesicht draufsprühen. Ich bin mal gespannt. Das nennt sich Balance Me. Award-winning skin quenching, brightening and incredibly hydrating. This Balance Me Facial Mist instantly rejuvenates dry skin. Das kann man auch über Make-up aufsprühen. Ach, das machen wir doch direkt mal. Ich bin mutig, auch wenn es dann vielleicht nicht so gut funktioniert. Ich schaue erstmal, wie der Spraykopf ist, ob der. Ah ja. Das riecht nach nichts, nur frisch. Oh, sowas ist cool. Oh ja, das ist gut. Das einzige Problem ist nur, wenn da jetzt viel Hyaluronsäure drin ist, ne, würde ich das wahrscheinlich eher mehr tagsüber nehmen, also vor dem Make-up nehmen, weil bei Hyaluronsäure macht nur Sinn, die zu nehmen, wenn man danach eine Feuchtigkeitscreme aufträgt, damit das Hyaluron auch auf der Haut bleibt. Ansonsten kann es nämlich sein, wenn ihr euch mit Hyaluronsäure-Sprays einsprüht, dass die Haut noch mehr austrocknet. Aber vielleicht ist da ja noch irgendwas weiteres drin, was dem quasi entgegenwirkt. Insofern, das muss ich mir einfach mal anschauen, aber ich finde es eine gute Sache. Ich liebe generell so Gesichtssprays, auch so Thermalwasser und alles, was es so gibt. Gerade jetzt für den Sommer, für den Frühling ist das natürlich mega, weil man sich so erfrischen kann. Und das riecht ganz angenehm, ganz leicht und ist richtig gut. Ist auf jeden Fall schon mal toll. Gefällt mir sehr, sehr gut. Okay, dann machen wir weiter. Wir haben noch zwei Produkte und zwar einmal von Magnetone London. Ein Wipeout, ein Microfiber Cleansing Cloth. Sowas
benutze ich permanent, muss ich sagen. Ich habe diese Dinger mir in riesengroßer Ausführung auf Amazon mal bestellt. Und ich teste super gern solche Tücher, weil ich das einfach so mega praktisch finde. Das hier sieht so aus. Das ist sehr, sehr weich. So ein weiches habe ich allerdings noch nicht, muss ich sagen. Und meistens kann man diese Tücher nur mit warmem Wasser benutzen und sich dann damit abschminken. Ich mache das in der Regel ein bisschen anders. Ich mache eine Ölreinigung. Also ich reinige mein Gesicht quasi mit irgendeinem Gesichtsöl. Dann mache ich mir so ein Tuch warm, schön mit warmem Wasser. Dann lege ich mir das auf und nehme mir das dann ab. Das funktioniert für mich perfekt. Mache ich nicht immer so, aber ab und zu, vor allen Dingen, wenn ich eine Riesenschicht, viel Make-up, Sonnenschutz und so weiter, also richtig schön vollgeladen bin, dann mache ich das auf jeden Fall. Dann finde ich das nämlich toll. Und ja, so steht es auch. Das kann man direkt machen. Es ist wohl Quick Drying, also ganz gut, wenn man jetzt zum Beispiel verreist, dass man es einfach auswaschen kann und dann hängt man es auf und dann ist es am nächsten Tag wieder trocken. Und das finde ich gut. Also das fühlt sich richtig plüschig an, muss man sagen. Wert von 10 Pfund. Ach, ich sehe, hier sind noch zwei Sachen drin. Ich hätte jetzt fast was übersehen. Wir haben ein kleines Mini-Lip-Tint von Dr. Lip. Das finde ich ja total gut. Diese Dr. Lip, die haben ja dieses Nippelbalsam. Das habe ich mir auch mal besorgt. Also nicht für meine Nippel. Das können Frauen nehmen, die gerade stillen und dann so ein bisschen zerbissene Nippel haben. Aber das kann man auch super gut als Lippenpflege nehmen, weil das total ja, glänzend ist. Da ist so richtig viel Fett drin und dadurch glänzen die Lippen extrem. Das ist richtig cool. Und das ist hier wohl mit Süßkartoffelpigment. Ein 100% natürliches Lip Tint. Das ist ja genial. Beziehungsweise ich mache es mir mal hier drauf auf die Hand und guck mal, wie das ausschaut. Ah, okay, das ist also ja, das hat die gleiche. Ah, cool. Riecht nach nichts. Es hat die gleiche Konsistenz wie das Nippelbaum. Das ist also sehr fest. Das ist richtig schön für die Handtasche. Es hat nur einen ganz minimalen, ganz leichten Glanz. Beziehungsweise einen ganz leichten Tint. Überhaupt nicht stark oder so. Boah, ich hätte mal meine Hände eincremen sollen. Die sind ja richtig rau. Aber das ist schön, weil das so richtig fettig ist und es bleibt auf den Lippen und es macht sie halt richtig schön gepflegt, ne? Also so richtig schön soft und juicy. Made with just 4 natural ingredients. Lanolin gives the balm its moisturizing properties. Blablablup. Also da ist dann Lanolin drin und dann auch noch so Süßkartoffelpigmente. Einfach ganz natürliche Inhaltsstoffe, finde ich richtig toll. Das werde ich mir auf jeden Fall in die Handtasche packen. Dann hat man einfach immer was dabei. Finde ich sehr schön. So, und dann haben wir hier noch zu guter Letzt von Aiko ein Brauengel. Auch das finde ich klasse. Ich habe jetzt erst gedacht, das ist bestimmt eine Mascara von Aiko. Die hatte ich nämlich schon sehr, sehr oft in so einer Box drin. Und dass das jetzt ein Brauengel ist, finde ich noch besser. Hat auch einen Wert von 10 Pfund. Und habe ich schon Brauengel drin? Ja, ein bisschen. Egal, wir machen es trotzdem, ja? Ich bin nämlich auf sowas bin ich immer total heiß. Ah, das ist... Ist das gefärbt? Ja, ein bisschen. Ich sehe es schon hier. Seht ihr das? Was ist das denn für eine Farbe? Vielleicht so eine universelle, ne? Ich habe schon ein bisschen Gimme Brow drin, aber... Oh, das ist aber nicht schlecht. Seht ihr das? Ist ein bisschen dunkler. Oh, das ist cool. Also ich muss sagen, das ist eine richtig geile Box. Ich bin sehr erstaunt. Das ist richtig, richtig cool diesen Monat. Gefällt mir sehr gut, weil ich alle Produkte durchweg richtig gut verwenden kann. Brauengel ist immer super, sowas mal zu haben. Und es sieht auch auf den ersten Blick sehr gut aus, dass es auch sich gut anpasst an meine Brauen. Dann diesen Lip Tint hier, den kann man auch super gebrauchen. So eine schöne kleine Größe, einfach mal zum Ausprobieren. Dann das Spray, finde ich auch gut. Das werde ich auf jeden Fall testen und vor allen Dingen jetzt hier im Sommer benutzen. Selbst wenn ich es einfach nur nehme, bevor ich mir eine Creme auftrage. Dafür finde ich sowas auch immer sehr passend. Einfach als Ersatz für einen Toner oder für ein Hyaluronsäure-Serum. Ich denke, dafür kann man es auch super verwenden. Richtig interessiert bin ich an dieser Probiotic Face Mask, weil sowas wollte ich immer schon mal gerne probieren. Lookfantastic hat generell ganz coole Marken. Da habe ich schon mal so ein paar coole Sachen ausprobiert. Ich wollte auch letztens noch mal einiges in so eine probiotische Richtung ausprobieren. Da gibt es auch viele Sachen für die Haare und für die Haut. Und deswegen freue ich mich darüber sehr, muss ich sagen.
Und ja, Avant, was soll ich dazu sagen, eine Creme für über 100 Euro. Wer wünscht sich das nicht? Vor allen Dingen, wenn das im Rahmen so einer Box ist, finde ich es mega. Und so ein Tuch zum Abschminken kann man einfach auch immer gut gebrauchen. Insofern kommen wir diesmal auf einen richtig hohen Wert mit richtig coolen Produkten. Ich zähle mal gerade 1, 2, 3, 4, 5, 6 Produkte diesmal. Und wir kommen locker auf 150 Euro, kann das sein? Das ist echt hart. Ich blende es euch einfach mal hier ein. Also ich bin geplättet. Eben sage ich noch mindestens 60 Euro und jetzt haben wir hier so eine krasse Box. Wahnsinn. Also mir hat es richtig gut gefallen. Wenn ihr die Box auch bestellen wollt, könnt ihr einfach mal in die Infobox gucken. Wie gesagt, wenn ihr einfach nur eine haben wollt, kostet das 20 Euro. Wenn ihr direkt ein Quartals-, Halbjahres- oder Jahresabo abschließt, geht der Preis ein bisschen runter. Und genau, könnt ihr einfach mal gucken. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen ganz schönen Tag. Ich hoffe, dass es die noch ein bisschen gibt. Meistens ist das nicht so schnell ausverkauft, aber kann halt sein. Ne? Man weiß das immer nicht. Und ich würde mich super freuen, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen. Abonniert gerne meinen Kanal. Ich habe übrigens auch gerade noch ziemlich viele Verlosungen am Laufen. Zum Beispiel auch noch mein 20.000 Abonnenten-Special. Da verlose ich mehrere Boxen-Abos, Quartals-Abos und so weiter. Also von diversen Boxen. Ich glaube, Lookfantastic ist auch dabei mit einem Quartals-Abo. Also ganz coole Sachen gibt es da. Das verlinke ich euch einfach mal hier. Und hier einfach mal mein letztes Lookfantastic Unboxing. Dann könnt ihr auch mal sehen, ob die Box so generell was für euch ist. Und hier könnt ihr mich abonnieren. Dann wünsche ich euch noch einen ganz schönen Tag und würde mich sehr freuen, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen. Bis dann. Ciao.